Bei den Frauen spukt. Ich habe auch schon hier im Haus gehört, dass ein paar Mädels Geister gesehen haben oder auch gespürt haben. Es gibt einen tödlichen Angriff. Ein Krokodil! Ah, schwimmt auf mich zu, scheiße Junge! Und der Bachelor steckt seine Zunge wieder überall rein. Okay, das ist Nummer 4, die rummacht. Herzlich willkommen zur Zusammenfassung von der 4. Folge des Bachelors 2020, die ich natürlich auch wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Ganz am Anfang sah man wieder, wie Sebastian irgendwo am Strand chillt und sich total diepe Gedanken macht. Ich muss sagen, es ist wirklich die intensivste Zeit in meinem Leben. Ja, intensiver als die Zeit damals im Jugendknast und auch intensiver als die Zeit, wo er jemanden mit einem Schwan verprügelt hat. Jeden Abend mache ich mir Gedanken und überlege, was könnte ich besser machen, wie könnte ich mich besser mit Menschen verständigen. Ja, diese grammatikfreien Gedanken führen dann unter anderem dazu, dass Sebastian natürlich seine Frauen mal wieder auf ein Gruppendate einlädt, worüber sich einige sehr freuen. Das war mein größter Wunsch. Und andere eher nicht so. Ich hätte mir gerne ein Einzeldate gewünscht. Ja gut, das Date war dann an Sinnlosigkeit mal wieder nicht zu überbieten. Aber das kann euch Sebastian ja am besten selbst erklären. Die Kakaobohne ist hier in Mexiko sehr spirituell, sehr heilig. Und deswegen würde ich heute gern mit euch eine Zeremonie starten. Ja, dann wurde erstmal der Achselschweiß des Bachelors ausgeräuchert. Einige der Frauen hatten große Probleme mit rechts und links. Dann hatte selbst der Blumenschmuck keinen Bock mehr. Und dann wurde originaler, köstlicher mexikanischer Kakao genossen. Eine echte Delikatesse. Und das war einfach todesbitter. Ja gut, aber Geschmack ist ja nur das eine. Das Auge ist doch immerhin auch mit. Sah auch so aus wie Schlamm, wenn ich das mal so nett sagen darf. Ja, und dann passierte das, was scheinbar wirklich passieren kann, wenn man Original-Kakao trinkt. Es gab einen geilen Trip. Ich fühle mich tatsächlich, wie wenn ich bei so einer Heilpraktikerin war und ich habe irgendwelche Pillen bekommen. Und dann gab es noch eine besondere Ehre für den Bachelor und seinen Anhang, nämlich eine echte Wahrsagerin. Maya can predict some of your future. In the bottom of each bowl. Ob die auch was anderes aus dem Braunen einer Schüssel lesen kann? Naja, ist ja eigentlich auch egal. Eine der Frauen bekam jedenfalls eine sehr emotionale Botschaft. Tut mir übrigens leid, dass ich die Namen von denen immer noch nicht so richtig drauf habe. Aber ich gehe jetzt mal mit 99%iger Wahrscheinlichkeit jetzt einfach mal davon aus. Das war bestimmt Jenny. Your grandmother came to see you today. Ja, aber da die Großmutter schon verstorben war, war das wohl eher im esoterischen Sinne gemeint und sorgte für einige Tränen, die Basti glücklicherweise empathisch wegstreichelte. Na, das ist gut. Ja, das hat der Bachelor ja wirklich super gemacht. Fand er selber übrigens auch. Was für ein bescheidener Typ. Ich muss sagen, ich bin immer sehr aufmerksam. Das fällt mir selber auf. Das bin ich auch und das bin ich auch sehr gerne. Ich werde. Ja, und da Sebastian ja bisher noch gar keine Gelegenheit gehabt hatte, seine Zunge irgendwo zu versenken, gab es natürlich auch noch ein Einzeldate. Ich würde gerne die Vio näher kennenlernen. Ja, und mit Vio wollte er dann zusammen baden, was für ein erstes Date auch schon ein bisschen ungewöhnlich ist, in einer zudem auch nicht ganz normalen Badewanne. Ja, und da ist Kakao drin. Wir werden ein Kakaobad genießen. Wow, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich den Witz machen soll, aber das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ja gut, Sebastian, aber sag mal, warum hast du jetzt eigentlich genau Vio ausgesucht? Sie ist wirklich sehr heiß, sie ist groß, sie hat heftige Augen. Heftige Augen? Ach so, deswegen guckst du auch die ganze Zeit dahin. Dann gab Sebastian auch noch zu, dass das Format ihm langsam zum Alkoholiker macht. Ja, nicht so gern. Hin und wieder trinke ich mal so ein Bierchen oder hier jetzt in letzter Zeit schon sehr viel Sekt. Und das Date selbst wurde immer kakaoiger. Ja, und das gemeinsame Lachen gefiel Vio dann auch richtig gut, weil, ach, das kann sie uns ja wieder selbst erklären. Also für mich ist das mit das Wichtigste, dass man zusammen lachen kann in einer Partnerschaft, weil... Ja. Sebastian erkundete dann langsam ihren Körper und fand auch eine Stelle, die ihm besonders gut gefiel. Deine Kniekehlen sind voll heiß. Ja, echt? Ja. Kniekehle ist ja auch mal ein ungewöhnliches Wort für Habe ich auch noch nie gehört. Und danach gab es dann natürlich noch eine Runde Zungenbillard. Und Vio machte dann noch ein bisschen Fishing for Compliments. Under the stars we go.
Ja klar, hat er überhaupt kein Interesse an dir. Deswegen bist du auch bisher in 3 Sendungen weitergekommen. Bekommst dieses intensive Einzeldate und sein Finger war sogar schon in deiner Kniekehle. Das hat sich so schön angefühlt und ja. Zurück im Haus wird Vio dann natürlich von den anderen Frauen auch direkt mal ausgehorcht. Aber sie lügt härter als Donald Trump bei einer Wahlveranstaltung. Habt ihr euch geküsst? Aber ist doch okay. Man muss ja immer nicht direkt loslegen. Blöd nur, dass die Mädchen ihr absolut nicht glauben. Anhand ihrer Reaktion denke ich schon, dass ein Kuss gefallen ist. Okay, an der Stelle habe ich jetzt mal ganz kurz eine Frage. Wie kann eigentlich ein Kuss fallen? Aktienkurse, das Wahlergebnis der SPD und meine Laune, während ich diesen Unsinn hier kommentiere. Okay, das kann natürlich alles fallen. Aber wie zum Teufel fällt dann ein Kuss? Naja, wie auch immer, die Frauen reden dann noch ein bisschen über die wirklich wichtigen Dinge. Kein Fuß abgelassen in der Badewanne. Und auch der Rest der Nacht bleibt nicht ruhig. Denn es gibt ein schreckliches und geisterhaftes Gewitter. Ja, das war jetzt aber wirklich mal ein ganz schön krasser Donner. Fanden die Mädels auch? Also ich fand das Donnern auch echt, das war ja Illuminati, ey. Ja, und das ist nicht das Einzige, was voll Illuminati ist. Und ich frage mich wirklich langsam, ob ich einfach nur alt werde oder einfach nicht mehr kapiere, was die da reden. Linda hatte nämlich auch etwas gespürt. Ich habe auch schon hier im Haus gehört, dass ein paar Mädels Geister gesehen haben oder auch gespürt haben. Ja, und weil Geister ja alleine viel zu langweilig wären, gibt's auch noch andere übernatürliche Wesen. Ja, man munkelt, dass hier eine Hexe im Haus ist. Ja, wer die Hexe ist, wird dann allerdings erst später aufgelöst. Erstmal lud Sebastian seine Frauen wieder zu einem Date ein. Ich würde gerne mit euch eine Entdeckungstour starten. Danach können wir sogar noch ein bisschen Party genießen. Alter, wie beschissen kann man eine Kamera eigentlich halten? Ja, diesmal bestand das Date aus einer Art Bootstour, bei der man scheinbar auch allerlei gefährlichen Tieren begegnen kann. Krokodile gibt's auch, ich hoffe, ihr habt keine Angst. Oh, ich will unbedingt welche sehen. Ja, die sind ja im Wasser und ich bin ja auch da. Ja, Basti hätte die Krokodile dann bestimmt verprügelt, mit einem Schwan oder so. Und die Frauen haben auf jeden Fall Bock. Krass, ich bin echt aufgespannt hier. Aufgespannt? Aufgeregt und gespannt. Ja, aber Vanessa ist nicht die Einzige mit sprachlichen Schwierigkeiten. Der Bachelor beweist auch nochmal, dass er Grammatik-Holocaust-Weltmeister ist. Ich finde die Vanessa einen sehr interessanten Mensch, anders als andere Menschen. Und sie strahlt sehr viel Stärke nach außen hinweg, auch durch ihre Lautstärke. Ja, die Bootstour selber ist dann scheinbar unfassbar spannend. Ich sehe echt überhaupt gar nichts. Oh nein, aber da hinten schaut doch mal. Irgendwas Gefährliches. Ein Krokodil. Ah, schwimmt auf mich zu, scheiße Junge. Krokodil. Verdammt. Ja, allerdings war es dann doch kein hellbraunes Krokodil mit Gewichtsproblemen, sondern was ganz anderes. Was war eine Seekuh? Dann knallte man sich nochmal was rein, damit der Alkoholikerpegel auch stimmt. Cheers, Madame. Cheers. Und führte einige wirklich tiefe Gespräche. Wie geht's dir so seither? Gut. Gut. Dir auch? Mir geht's sehr gut. Ja, super. Ja, und auf Birgit scheint Sebastian sowieso total zu stehen. Ganz, ganz sicher. Wenn ich mit ihr spreche, dann fühle ich nichts. Irgendwie kommt da nichts an. Das ist so harmonielos. Ja, später in der Villa gab es dann aber sowieso wieder nur ein Thema. Die Hexe. Also eine Person ist für mich halt so ein bisschen anders irgendwie. Ich weiß nicht, ich will auch keinen Namen nennen oder so. Nee, also Namen zu nennen wäre ja auch total unkollegial und ziemlich mies. Ja, das ist leider die Biggie, aber... Ja gut, Vanessa, aber dann erklär uns doch jetzt mal ganz genau, was exakt macht Biggie denn? Wenn so eine verfickte sorry auf gut Deutsch, mich hier von meinem Weg abbringen will, Alter, mit ihrem Voodoo-Scheiß. Ach so, glaubst du denn an Geister und so? Hier drin wird man auch irgendwie geistes, glaube ich, keine Ahnung, das macht's halt mit einem. Ja, definitiv voll Illuminati, zumal Vanessa scheinbar wirklich schon verzaubert wurde. Ich habe hier die Scheißerei bekommen, dass es kracht, keine Ahnung, was hier los ist. Danach gab es dann noch eine ganz besondere Date-Einladung, nämlich für Lea. Ja, und ich hatte jetzt eigentlich kurz vermutet, dass da goldene Kondome oder so drin sind. Aber es war dann doch nur was anderes. Ein Schlüssel. Oh, das riecht natürlich ein bisschen nach Übernachtungsdate. Fanden die meisten Mädels gar nicht mal so gut. Ich glaube nicht, dass die mit dem bumsen wird. Das glaube ich gar nicht bei Lea. Die werden rummachen. Nein, sowas würde Lea doch niemals machen. Und Sebastian natürlich auch nicht. Ich möchte die Lea einfach genauer kennenlernen. Ich möchte gern wissen, wie leidenschaftlich ist sie? Lea bekam dann jedenfalls ein Privatkonzert, bei dem sie wie eine Pornodarstellerin in die Ferne schaute. Das hat echt
mich schon sehr berührt tatsächlich. Und bekam von Sebastian ein liebes Kompliment. Hättest du das nicht von mir gedacht jetzt, dass ich so eine emotionale Seite habe? Oder? Nee, nicht ganz so. Echt? Genau das gleiche Kompliment gab sie dann auch an Sebastian zurück. Aber guck mal, das denkt man zum Beispiel von dir jetzt auch nicht. Denkt man nicht? Wenn man dich als erstes sieht. Okay, okay. Und dann erzählte Sebastian ein bisschen was aus seiner Vergangenheit. Das habe ich dir wahrscheinlich auch erzählt, oder? Dass ich mal gesessen bin für eine Zeit lang. Das hat mir in der Zeit sehr viel Kraft gegeben. Tja, und was ist die durchschnittliche Reaktion einer Frau, wenn sie zum ersten Mal erfährt, dass ihr Datepartner mal im Gefängnis saß? Na klar, die hier. Da fand ich toll zu erfahren. Ja gut, und dann wurde natürlich wieder Zunge versenken gespielt. Jetzt schon zum vierten Mal in dieser Staffel. Ganz schöner Bitcheler. Dann wurde noch ein bisschen übers Küssen gesprochen. Du bist schon so ein grober Motoriker, oder? Und noch mehr geküsst. Und Sebastian erklärte uns nochmal, warum er eigentlich mit jeder rumleckt. Für mich sind Küsse sehr entscheidend. Wie riecht ein Mensch? Wie fühlt ein Mensch mit den Lippen? Also für ihn ist entscheidend, wie Menschen mit den Lippen fühlen. Okay, ich glaube, dazu spare ich mir mal jeden Kommentar. Und zeige euch lieber die Verabschiedung zwischen den beiden, die auf der Cringe-Skala von 1 bis 10 auch eine solide 12 war. Komm gut nach Hause. Ciao, Bussi. Linda erzählte dann den anderen Frauen in der Villa absolut nicht, wie das Date gelaufen war. Die sollen dann ihre eigenen Erfahrungen in dem Sinne sammeln oder auch eben nicht. Aber so, das ist einfach jetzt mein Moment gewesen. Und dann gab es am nächsten Tag noch ein Gruppendate mit gleich allen Frauen. Ja, und auch bei diesem Date bewies Sebastian dann nochmal, was für ein unfassbarer aufmerksamer Typ er doch ist. Worauf ich Acht legen werde, welches Mädchen wird auch untertauchen und ihre Haare nass machen und nicht nur oben schick ausschauen wollen. Ja, genau so habe ich meine Freundin übrigens auch ausgesucht. Dann gab es noch ein paar heiße Tänze. Und nicht so gute Komplimente von Basti. Ja, Jenny hat schon ein gewisses Alter, die ist 32 Jahre alt. Und dann war auch schon wieder Nacht der Rosenzeit. Die Frauen hetzten dann noch ein bisschen gegen Hexe Birgit. Also dann zünde ich mir eine Fackel an und die Hexenverbrennung beginnt. Ich schwöre auf alles. Und eine der 40 Jennys wollte dann nochmal die Gelegenheit nutzen, um endlich mal mit Sebastian alleine reden zu können. Da habe ich mir gedacht, so, shit happens, du stehst jetzt auf und schnappst dir den. Ja, und das Gespräch wäre dann bestimmt total cool und intensiv geworden. Aber Petrus meinte... Nö. Wir müssen Schluss machen, weil es regnet. Eine Rose bekam diese Jenny allerdings auch. Genau wie die äußerst bescheidene Jenny Jasmin. Prinzipiell glaube ich, dass es für die meisten Männer ein Verlust ist, mich nicht richtig kennenzulernen. Und 10.000 andere Frauen, die ich sowieso alle nicht erkenne. Ich habe eine Rose. Zwei Frauen mussten natürlich aber auch heute wieder gehen. Zum einen die Hexe. Keine Ahnung. Ich kann mir auch keinen Reim daraus bilden. Und zum anderen irgend so eine andere in dem gelben Kleid. Und irgendwann muss ich wirklich dringend mal die Namen lernen. Hallo, ihr seid auch. Ich bin alleine. Ja, der Weggang dieser beiden war dann aber scheinbar sowieso keine so ganz große Sache. Die meisten Frauen zumindest freuten sich darüber. Ich mochte die nicht, was soll ich sagen? Ich bin... ehrlich gesagt froh, dass die weg sind. Ja, und das war's dann tatsächlich auch schon wieder mit dieser Folge von Bachelor 2020. Aber auch die nächste wird wieder gut, denn da gibt's wieder schönes Gezicke. Mir scheißegal, ganz ehrlich, soll er mich heimschicken. Wenn du das nicht verpassen willst, dann lass mir doch jetzt bitte unbedingt ein Abo da. Und darüber würde ich mich generell sowieso sehr freuen. Denn bis zu den 100.000 habe ich versprochen, mich nicht mehr zu rasieren. Und alter Schwede, das nervt mich jetzt schon. Deswegen gibt es auch heute noch ein besonderes Angebot von mir. Wenn du nämlich ein bisschen Werbung für meinen Kanal machst, ganz egal ob auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder Twitter, und mich dabei irgendwie markierst, dann kriegst du von mir nicht nur einen Follow, sondern auch noch eine personalisierte Dankesnachricht. Das ist doch mal voll Illuminati. Jo, da oben ist noch ein anderes Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgesucht hat. Da unten ist die Playlist mit dem anderen Bachelor-Video, das ich schon gemacht habe. Und da ist der niedlichste Abo-Button der Welt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.